Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Remake von Resident Evil 2. Ja, erst noch meinen Heilkräuter benutzen. Am Ende der letzten Folge habe ich ja noch ganz schön kassiert. So, und jetzt... nein. Ich glaube, hier oben musste ich weiter. Hier dürfte jetzt endgültig alles tot sein. So, ich bin jetzt auf der Suche nach dem Raum, wo ich den Zünder einsetzen konnte. Also mit diesem Gitter und dem C4 dran. Ja, und hier war das. Dahinter befindet sich ja die letzte der Statuen. So, und hier haben wir das Elektrogerät. Habe ich wieder weggenommen. Na. Ah, mit der Batterie erst kombinieren. Und jetzt nochmal anbringen. Jawohl. Was, 10 Minuten oder 10 Sekunden? Ich gehe mal lieber stiften. Alles klar. Waren wohl doch eher 10 Sekunden. Alter. Das war doch bestimmt wieder einer von diesen Lickern. So, da ist das Medaillon. Ah, von der Seite. Alter. Wo ist er? Okay, Kopf, Bogen, Schlange. Kann man ein bisschen sehr schlecht hier erkennen. Aber ist der Bogen? Das müsste die Schlange sein. Jawohl, letzte Medaillon gefunden. Also jetzt zurück in die Eingangshalle. Und dann müsste sich der Geheimgang eigentlich öffnen. Gucken wir uns hier nochmal kurz um. Okay. Schnell raus. Boah. Ein Schlag von dem Vieh und schon im orangen Bereich. Also ich denke mal, zwei Schläge würden den Tod bedeuten. Junge, vor allem dachte ich, die Viecher sind blind. Aber der hat mich ja sofort gefunden. Setzen wir erstmal das Medaillon ein. Jawohl. Und der Geheimgang ist offen. So, gleich mal benutzen und da sind wir wieder im grünen Bereich.
Da geht es nach unten. Das ist er. Unser Weg raus. Lieutenant Brenner! Marvin! Zeit zu gehen. Hey, Marvin! Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen, sofort! Nein, nein. Ich rette dich selbst. Kommen Sie, ich hab's... Geh! Hören Sie, wir können es immer noch beide rausschaffen. Wenn Sie mir nur... Es ist zu spät. Hab's versucht, Leon. Aber ich konnte es nicht stoppen. Das darf sich nicht ausbreiten. Jetzt liegt's an dir. Jetzt geh! Verstanden. Ich werde tun, was ich kann, Marvin. Ja, ich lasse ihn ja ungern im Stich, aber er hat recht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Gerade weil er den Virus halt mit nach außen tragen würde. So, wunderbar. Können wir hier erstmal eine Runde speichern. Da hinten ist auch noch eine Kiste. Pulver. Gucken wir mal nach, ob wir hier auch... Ja, da haben wir es. Hochwertige Schießpulver haben. Erste-Hilfe-Spray nehme ich auch mit. Ich habe ja schließlich noch keine Ahnung, was jetzt auf mich zukommt. Okay, ausrüsten kann man das irgendwie nicht. Ich dachte, dass ich das vielleicht auch auf Schnelltaste legen kann. Nö. Okay. Ab in den Elevator. Nur erstmal hier runter. Was haben wir hier? Eine Handgranate. Okay. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Irgendeine Pistolenerweiterung. Die ist verschlossen. Ah!
Wer schreit hier so rum? Ein hässlicher Freak. Nee, mit dem lässt sich ganz bestimmt nicht reden. Mal sehen, ob ich ihm hier wenigstens irgendwie entkommen kann. Boah, hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Munition. Okay, könnte ein etwas längerer Bossfight werden. Sieh. Ich will nicht herkommen. Die Handgranate geschmissen habe. Heilkräuter. Nicht mehr vorstellen. Das ist ja echt wie in so einem Albtraum. Und man kommt hier auch nicht raus. Ich hoffe nur, dass mir die Munition nicht ausgeht. Die Pistole habe ich zwar noch ordentlich Munition, aber das scheint die mir nicht allzu viel auszumachen. Es tut
ja auch. Shit, Sackgasse. Okay, das war's mit ihm. Wie, und jetzt kommt durch Zufall die Leiter runter, oder was? Jemand beobachtet mich. Ja, das Gefühl habe ich nämlich auch. Mal schnell gucken, dass ich hier keinen der schönen Gegenstände vergessen habe. Ich glaube, ich habe alles eingesammelt. Ja, kann man auch sehr schön an der Karte erkennen, wenn die sich nämlich blau färbt, dann hat man alle Geheimnisse gelöst in dem jeweiligen Bereich oder in dem Raum. Und somit gibt es hier nichts mehr zu holen. Jetzt muss ich nur die Leiter wieder finden. Rechts, da ist er. Ein bisschen Schießpulver. Nie verkehrt. Wie war's das hier? Sein. Ein grünes Kräuter. Okay. Und dann wieder zurück. Spind. Oh, jawohl, eine weitere Gürteltasche. Das rote Juwel nehme ich auf jeden Fall mit. Das werde ich ja hoffentlich auch noch in nächster Zeit irgendwann mal einsetzen können. Und den werde ich dann auch in nächster Zeit mal versuchen zu knacken. Und bevor es weitergeht, speichern. Auf jeden Fall, damit ich den Bossfight nicht nochmal machen muss. Nach einer Tiefgarage aus.
Wo geht's hier weiter? Verschlossen. Halt, da befinden sich noch zwei Türen. Ja, eine Karte habe ich nicht. Mist. Nicht ohne Karte. Oh nein, ich hasse Hunde. Also, ich liebe Hunde. Aber ich hasse Zombie-Hunde. Runter von mir! Wer ist da? Aufgepasst! Weg damit! FBI. Entschuldigung. Danke. Für die Hilfe. Überrascht mich, dass Sie noch leben. FBI, was? Was geht hier vor sich? Bedauere. Die Information ist streng geheim. Wo gehen Sie hin? Tun Sie sich einen Gefallen. Stellen Sie keine Fragen und verschwinden Sie von hier. Ich hab noch nicht ausgeredet. Ah, das war jetzt also unsere erste Begegnung mit Ada Wong. Ist ja auch einer der Hauptcharaktere in Resident Evil. Karte der Polizeistation. Okay. Oh, da sieht man, wie lange das her ist, dass ich das Ganze gezockt habe. An all das hier kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich wusste nur noch die Polizeistation. Also dieses Hauptgebäude vom Anfang. Was zum? Kann ich trotzdem nicht öffnen. Alle verschlossen, wie es aussieht. Ja, bleib ruhig, ich gehe schon weiter. Nee, Hebel hat nichts bewirkt. Aus allen möglichen Gefängnisfilmen kennt man es ja, wenn man so einen Hebel umlegt. Dass sich die Türen öffnen? Hallo? Hey, ich glaub's ja nicht. Ein echter Mensch. Hallo, Mensch. Sind Sie hier schon lang? Lang genug. Sind nur noch wir am Leben?
Nein, nein, gibt noch mehr von uns. Oh, gut zu hören, schätze ich. Ja. Es sei denn, Irons schickt sie. Irons? Sie meinen Chief Irons? Ist er noch hier? Wen kümmert's? Hoffentlich hat jemand ihn schon verspeist. Was meinen Sie damit? Dieser Mistkerl hat mich hier eingesperrt. Bin sicher, er hatte einen Grund. Hatte er. Ich stand knapp davor, ihn auffliegen zu lassen. Ich hätte dasselbe getan, schätze ich. Hey, wie wär's mit einem Deal? Befreien Sie mich und ich gebe Ihnen die. Gibt keinen anderen Weg aus der Tiefgarage, glauben Sie mir. Sorry, das geht nicht. Nicht ohne den Chief zu fragen. Hören Sie, wir beide müssen hier irgendwie raus. Entweder arbeiten wir zusammen und helfen uns, oder... Scheiße, es kommt. Was? Was kommt? Komm, komm, sei kein Arschloch, okay? Du brauchst die! Lass mich verflucht nochmal hier raus! Oh mein Gott. Wer ist da? Ich bin's nur. Stecken Sie bitte das Ding weg. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Das ging alles so schnell. Ich sagte doch, Sie sollen abhauen. Sie wollen doch nicht enden wie Ben, oder? Sie kannten ihn? Er war ein Informant. Hatte Informationen für meine Untersuchung. Also hat er die Wahrheit gesagt. Hey, Sie können mir nicht immer weglaufen. Ich weiß nicht mal Ihren Namen. Ich bin Leon Kennedy. Finde einen Weg raus, Leon. Bevor es zu spät ist. Dann reden wir. Ich bin Ada. Ich schätze, das ist ein Deal.